Was ist das für ein Gefühl so im Gefängnis? Komischerweise von der Anstalt selber kriegt man ja nun wirklich mit, dass es ein Gefängnis ist, wenn man draußen die ganzen Stacheldrähte sieht und hier viele dieser netten Herren in Uniform und Gitter. Aber ansonsten ist es alles ein wahnsinnig netter, höflicher Umgang, den du wahrscheinlich bei Axel Springer nicht anders hast im Gebäude. Ein bisschen zum Film. Was darf sich der Zuschauer darunter vorstellen? Was? Es ist eine in meinen Augen süße, kleine Liebesgeschichte, die sehr ungewöhnlich ist, sehr kurzweilig und praktisch an einem Tag passiert, in New York, von einem deutschen Geschäftsmann. Also, glaube ich, für alle möglichen Leute ein schöner Film. Wo sehen Sie sich in Zukunft? Also, jetzt Gefängnis, hier Oldenburg. Also hier sehe ich mich hoffentlich nicht. Und also gibt es jetzt ein amerikanischer Film ist das ja. Also wo geht es jetzt in Zukunft hin? Ich habe die letzten Jahre eigentlich immer Glück gehabt, dass ich überall auf der Welt arbeiten konnte. Also in Norwegen, in Italien, Frankreich, selbst in Russland oder Deutschland auch natürlich viel. Jetzt fängt es an mit England und Amerika. Kommt Untergang der Laconia am 2. und 3. November auf der AD. Das war ein englischer, deutscher, also eine englisch-deutsche Koproduktion über den U-Boot-Krieg. Und sehr unterschiedlich. Also ich glaube, dass es mich immer dahin ziehen wird, aus den Möglichkeiten, die ich habe, also den Angeboten, die ich bekomme, die Filme zu machen, die ich machen möchte. Und dadurch, dass ich auch in den letzten 14 Jahren es geschafft habe, über ich weiß nicht, wie viel zig Filme, alle möglichen Genres auszuprobieren und mich selber auszuprobieren, würde ich auch gerne einfach weitermachen. Weil ich glaube, wenn ich jetzt eine Rolle spielen würde und die immer wieder verkörpern würde, würde es mich langweilen.